Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Super Stardust Ultra VR. Mein Gott, was für ein langer Name. Herzlich willkommen, heißt euch euer Trinsec am Mic. Und ja, wir wollen heute mal eine Runde Stardust VR zocken hier, Super Stardust VR. Und ich bin schon ziemlich gespannt, ich habe so kurze Videos schon mal mir angesehen von dem Spiel und habe mir gedacht, das können wir uns doch mal näher anschauen, habe mir das Spiel dann angeschafft und ja, will jetzt diese Erfahrung mit euch teilen hier und ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Wie immer, wenn euch das Gameplay gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und unterstützt mein VR-Projekt hier ein wenig. Vielen Dank dafür im Voraus, auch an alle, die schon geliked haben an meinen anderen Videos. Ja, und los geht's. Ich will gar nicht mehr lange schnacken und Kopf in den Nacken. EMP können wir hier, tragbare Konstruktor, Plasma abfeuern. Ja, das werden wir ja gleich alles sehen. Pause, das ist schon mal gut. Oben, Bewegung, okay. Alles klar. So, mein Gott, sieht das alles plastisch aus hier. Sehr cool. Okay, Tipp 5, verbessern Sie die. Okay, alles klar. Wow, hier haben wir noch einen kleinen Sonic an Bord. Sehr cool. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Ach, krass, krass, krass. Ich nehme mich mal ein bisschen zurück hier. Ja, nach dieser Hammer-Erfahrung mit Call of Duty Infinite Warfare. Die Demo hat mich ja richtig weggeblasen. Hoffe ich, dass dieses Spiel hier auch einigermaßen funzt. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich kann hier mit meinem Helm nach links und rechts und kann damit gleichzeitig dann auch die seitlichen Maschinengewehre steuern. Und, ah ja, und mit dem Stick kann ich mich vor und zurück bewegen. Das sieht doch schon mal sehr cool aus. Dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Ach, das ist, ich habe jetzt glaube ich erstmal nur auf Erkunden gemacht. Das heißt, ich gucke mir das Ganze erstmal so ein bisschen an hier. Ich glaube, da wird noch gar nicht so viel hier passieren. Kann ich auch hoch. Okay. Schon mal alles auschecken hier. Das ist eine Art Schutzschild hier. Die Mucke gefällt mir schon mal ziemlich gut. Okay, ich glaube, das sollte erstmal lang zum Erkunden. Option. Hier beenden und dann beenden. Ja, und dann gehen wir mal eben schnell in die Invasionszone und auf normal, zack, los geht's. Das haben wir erkundet, jetzt können wir loslegen hier. Halt pausieren, das ist gut. Oberfläche. So. So. Ach, ich muss auch mit meinem Helm. Okay. Ich muss meinen Kopf sozusagen bewegen. Die Waffe wird heiß und überhitzt sich dann. Alles klar. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Das ist so dieser Arena-Modus, den ich hier anhab. Man kann dann auch noch den anderen Modus, den zeige ich euch auch noch. Da. Jawohl. Und zwar ist das von den Machern. Haus Maki, soweit ich weiß.
hat das Spiel entwickelt. Und House Maki ist sehr bekannt geworden durch die durch das Spiel Resogun. Wer das Spiel Resogun, ein absoluter super Shooter. Ziemlich am Anfang der PlayStation 4 Lebenszeit ist das Ding rausgekommen und hat richtig Spaß gemacht. War kostenlos damals im PSN Store runterzuladen. Also Resogun, wer es noch nicht gezockt hat, sollte es unbedingt mal spielen. Phase 2, also es sind verschiedene Phasen jetzt hier, das wird sicherlich jetzt immer mehr werden. Und bis jetzt gefällt mir das gut, ich bin auch soweit keine Motion Sickness hier. Das läuft alles ganz sauber. Man bewegt sich nicht zu schnell. Okay. Na, wo ist der? Wo ist der? Da, da! Okay. Ah, das ist noch relativ einfach jetzt. Das steigert sich aber gleich. Da kommen die alle her, ne? Auf diesem komischen Teil. Ja, das geht hier gleich richtig ab. Das ist jetzt erstmal nur so zum Warmwerden, dass man sich ein bisschen dran gewöhnt. Kann ich das aufsammeln? Ne, das waren die Punkte, okay. Das kommt da auch schon von oben und von der Seite. Jo, jetzt wird schon langsam um meine Waffe. Wow, 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 wow! Jetzt geht hier langsam die Post ab. Jetzt hat sich das Spiel gedacht, jetzt hat sich lang genug warm gemacht. Wow. Ja, das mit den... Oh. Das mit den Shootern, das haben wir wirklich drauf, die Hausmarke, Leute. So, Phase 3, weiter geht's. Wir machen noch keine Pause, ich fühle mich noch pudelwohl hier. Mocke cool, schön gemütlich hier im Raumschiff sitzen und die Feinde wegflexen. Wow. Wow. Wo ist er? Game. Wow. Das war's schon. Neuer Rekord. Was ist ja nun auch kein Wunder. Ist ja auch noch das erste Spiel. So, da ist er. Trend 1702. 1001. Ja, wir zocken auf jeden Fall nochmal eine Runde. So, möchten wir mal meine. So, weiter geht's hier. Stardust. Wir nehmen mal Herausforderungen. Einzelspieler. So, Arcade. Planetenmodus haben wir hier auch noch. Logi. Oh Gott, das ist ja richtig umfangreich hier. Planet wählen. Logi. Okay. Los geht's. Wow! Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt kommst du ganz weg. Ach so! Ich guck jetzt von oben auf diesen Planeten rauf und steuere dieses kleine Raumschiff. Das ist ja geil. Sehr cool. Ich sitze jetzt also nicht mehr selber in diesem großen Raumschiff, sondern steuere dieses kleine Raumschiff auf diesen Planeten drauf. Das ist natürlich relativ schwierig für euch nachzuvollziehen, aber ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Diese grünen Dinger kann ich glaube ich aufnehmen. Ja. Da dann Points. Jawohl. Die Stimme ist auch wieder von Resogun, wer das Spiel kennt. Wird sie lieben, die junge Dame mit der sympathischen Points. Stimme von Resogun. Ice Crusher. Wow!
krass. Was für eine Explosion. So, next round. Gold melter activated. Ice splitter activated. Gold melter activated. Und die Mucke mal wieder sehr geil. Und momentan nicht. Ice splitter activated. Rock crusher activated. Oh, hier ist sogar mit Schub noch. Sehr geil. Muss ich nochmal nachschauen. Boah, die Explosion ist ja heavy. So, meine Lieben, das sollte für die erste Runde erstmal reichen. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst doch eine Bewertung da. Haut rein, ihr Lieben.